dann sowieso gespannt, auf was uns da mal wieder alles erwarten könnte. In der Hoffnung, dass wir ja nicht doch vielleicht unsere Heldin wieder mal auf ein neues freischalten könnten. Das würde ich wieder mega finden. Ich spreche jetzt trotzdem mal sicher jetzt aber mal wieder die ein oder andere an. In der Hoffnung, dass wir doch mal wieder Punkte kriegen. Könnten aber auch so ab und zu mal die ein oder anderen Informationen sein. Das finde ich auch gut. Aber das I, zu dem I müssen wir gehen. Die Schollmann! Die Schollmann, die Schollmann! Ah, das wird es wahrscheinlich jetzt sein. Ah, sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, das wird es jetzt wahrscheinlich dann sein, was sie gemeint haben mit dieser Spezialmission. Ich hoffe, dass wir halt nun stark genug sind vom Level her. Okay, so 25, 26 wird sicher noch möglich sein, aber sonst könnte es vielleicht ein bisschen problematisch werden. Aber schauen wir mal bei der Mission, ob wir nicht doch vielleicht wieder jemanden freischalten könnten. Na, da bin ich jetzt aber gespannt auf den Angriff. Allein schon, wenn ich mir das fette Teil das anschaue. Ja, ich glaube, da werden wir in Schwitzen kommen. Ich glaube, da werden wir in Schwitzen kommen. Ja, bist du deppert. Na gut, ich hätte mal gesagt gehabt, zeig einmal nur so ungefähr mal her, wie schwer ist denn die Mission. Ah, 22. 22 geht. 22 ist in Ordnung. Aber man merkt halt quasi schon, sie gehen gerne mal mit der Stufe nach oben. Kann es vielleicht sein, dass... Okay. Ja, dann lassen wir das einmal, weil das ist verbunden mit der anderen Mission. Das ist verbunden mit zwei verschiedenen Missionen. Weil wahrscheinlich unsere Story-Mission wird uns wahrscheinlich auch noch zur Kolonie 9 bringen. Na schau, dementsprechend let's go.
erstmal natürlich wieder abchecken, wie stark ist die Mission. Weil ich habe so langsam dann die Befürchtungen, dass sie vielleicht dann wirklich ein bisschen zu stark für uns sein könnten. Ja, in dem Fall 920. Könnte man 5 leveln. 5 leveln könnten schon wieder. Könnten schon wieder Fickerei werden. Ich hätte gesagt, probieren wir es. Ich hätte gesagt, beinhart probieren wir es. Wenn nicht, dann tun wir halt einfach quasi sogar trainieren oder irgendwas, was wir halt quasi dafür tun könnten, dass wir so schnell wie möglich ansatzweise auf ein bisschen weiter oben sind. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber erst einmal, besser gesagt, eins nach dem anderen. Ja, nicht, weil das ist Level 29, aber ich bin aber so nett. Na schau, na schau. Von 3 Monstern? Na, fix nicht. Ultimative Monster. Also definitiv trainieren, bis wir dort ankommen. Kriegt er gleich mal auf den Deckel. Geil. Ah, GTA. Boah. Ich weiß nicht, Digi, ich weiß nicht. GTA momentan überhaupt nicht. Allein schon, was der so viele Spiele und alles drum und dran. Ich habe jetzt gerade aktuell 10 Spiele, also da beutet GTA auch noch dazu. In der Zukunft? Ja, kann ich mal sicher gut, sehr, sehr gut vorstellen. Also jeder hat jetzt eine Bitte, oder was? Der will eine Mission. Ja, super. Kann wieder lustig werden. Ja, ich hätte mal gesagt, machen wir mal den Jeremy. Machen wir mal den, haben wir mal als erstes. Schauen wir mal, wie wir zu dem wieder daherkommen. Ah, schaut eh gut aus. Das ist aber nicht. Nein. Da muss ich noch weitergehen. Na, Alter. Wo haben die sich versteckt, Alter? Gibt's ja nicht. Im letzten Winkel der Welt. Na warte, komm schon. Aber wo bist denn du? Ich wollte gerade sagen, so schnarchst du bei der Alten da hinten, oder was? Techtelmechtel. Oha, Alter, wo vergreifst denn du dich, Alter? Bist du deppert? Ich würde aber, wenn ich mal wieder GTA spielen würde, würde ich mich dann doch wieder quasi zu dieser Trilogie hinwagen. Aber ich glaube dann nicht GTA 3. Naja, Pisa vielleicht schon mehr.
So vielleicht Level oder irgendwas für ein Viech. Das ist ein Wichser. Das ist ein Wichser. Passt. Schauen wir, dass wir den Haverer da mal besiegen. Na, ich bin gespannt. Komm ich von da? Na, da komme ich nur weiter rauf. Bleib ruhig, Digi, bleib ruhig. Müssen wir da kann ich auch hochhupfen. Das ist auch in Ordnung. Das ist definitiv auch in Ordnung. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, Level 29. Müssen wir dann wirklich ein bisschen aufpassen. Bitzele. Bitte krepieren wir nicht. Ja, ich habe ihm schon hingesehen. Ich habe mir schon fest eingebüht, der Haverer hat den ganz vergessen. Der ist komplett am Arsch. Der ist mein Gang. Ich habe schon fest damit gerechnet. Sehr, sehr fest. Ich werde aber kurz nochmal bei uns ins Lager vorbeischauen, ob wir nicht doch vielleicht sogar Level Up oder sonst irgendwas so rauskitzeln könnten. Weil das wäre schon sehr gut. Und das wäre sehr hilfreich. Wenn wir vielleicht sogar noch was machen könnten. Wenigstens ein Level. Ja, genau. Eins ist keins, hätte ich gesagt gehabt. Eins ist keins. Das haben wenigstens schon mal wieder nur 4 Level unterschieden, nicht 5. Dementsprechend könnten wir dann vielleicht schon mal ein bisschen besser gegen den Gegner mithalten. Wenn es nur 4 Level sind. Na, ich bin gespannt. Es kann wieder was werden. Es kann wieder was werden. Bin gespannt, ob wir den von der Weiten schon mal sehen. Weil so 350 Meter ist nicht so. Ist nicht so extrem. Da tun wir eh wieder aufklettern. Da schauen wir, dass wir vielleicht sogar den einen oder anderen auch wieder haben dran. Ja, sicher. Brauchen wir ein bisschen was. Ein paar Punkte. Weil allein schon, wenn wir jetzt schon mal. Naja. Mehr als 10 Level Unterschied haben. Aber. Normalerweise musste man Wahrheit dran, Alter. Wieder ein Stich, oder? Wieder ein Stich. So gehört sich das. Oh, ich bin gespannt auf den Spezialgegner. Ich bin schon extrem gespannt. Ich sehe mich schon Meier gehen. Ich sehe mich schon so Meier gehen. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Ich sehe mich schon so Meier gehen. Oder? Auf mit uns. Ja, würde ich mal sagen, gönn die Digi. Vielleicht kommt sogar der ein oder andere noch dazu, wenn ich da schon käme. Oh, der eine kleine, der kassiert und kassiert. Da arme. Warte, da können wir den anderen anvisieren. Genau. Sehr gut. Ich tue da schon mal die anderen anvisieren, damit wir gleich wenigstens 3 auf einmal gehabt haben. Müssen wenigstens irgendeine Art und Weise der Herausforderung sein könnte, wenn wir schon Level 13 ein Viech erledigen. Na, immerhin. Ein bisschen was einsammeln, ja, sicher brauchen wir. Oh, bist du deppert! Okay, da schaut schon wieder ganz, ganz anders aus. Ui, ui, Memo, ui. Ui, 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 ui. Da schaut's gleich an. Die Mission war vorher auf 29, jetzt ist auf 31. Bruder, wie? Wie soll ich den einfach erledigen? Regler so stehen. So. Und ich hab mir gedacht, kommt's okay, passt. 4 Leveln wird schon gut gehen. Na. Na, Digi. Na. Wir sind komplett am Arsch. Ich glaube, wir gehen doch zur Kolonie 9. Ja, was soll ich sagen? Probier's dann halt einmal. Er sagt einfach mal so, Hallöle und ich bin schon am Arsch. Ich komm ja nicht einmal zu einem Affen da. Ja, ich will ihn. Der bewegt sich ja nicht einmal, der Haverer. Den brauche ich nicht. Den brauche ich. Tut mir wenigstens irgendeine hinschlagen. Ah, jetzt haben wir's. Passt. Oh, Digi, ich muss einmal zu ihm hinkommen! Raun! Der hat da so ein Platzerl, Leute, der leckt mir am Arsch! Ein richtig beschissenes Platzerl! Hat der sich da erbüht!
So kannst du ja nicht kämpfen. Havara. So kannst du nie und nimmer gegen einen kämpfen, Alter. War kein Platz oder irgendwas. Ich sehe da einen Scheißtrick. Machen wir mal Fusion. Passt. Machen wir die nächste Fusion. In der Hoffnung, dass ich wirklich auch trifft, gell? Alter, spiel ich jetzt gleich in der Ego-Perspektive oder was ist hier los? Brauche ich einen kleinen Überblick gegen den Phoenix da. Okay, ja, die Hälfte ist schon mal hin. Passt, hat sie in dem Fall schon wieder erledigt. Hat sie erledigt, passt. Ich wollte gerade sagen, so kann ich eigentlich immer wieder aufs Neue immer attackieren, oder was? Lauf, Digi, lauf! Bruder! Leck mich, fetter Arsch! Scheiße! Wir gehen zu Kolonie 9, wir gehen zu Kolonie 9. Ja, ja, Kolonie 9 ist das Beste. Kolonie